Hallo und herzlich willkommen zu Armored Warfare. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ihr seht, wir spielen eine PvE-Mission, in dem Fall Rotes Opossum. Und verteidige die Kreuzung, sabotiere Öltanks. Das müssen wir machen. Und vielleicht ganz kurz, warum wir jetzt hier PvE spielen. Ab sofort werde ich bei Armored Warfare wahrscheinlich nur noch PvE zeigen. Zwei Gründe, der PvE-Content ist einmalig bei Armored Warfare. Und zweiter Grund, der Matchmaker im PvP ist richtig schlecht. Ich habe gerade 10 Runden am Stück verloren und ich muss sagen, dass ich bin jetzt kein Überspieler, aber so schlecht bin ich auch nicht und das frustriert ungemein. Und dementsprechend habe ich mich dazu jetzt entschieden. So, sorry, da war gerade hier ein kleiner Cut drin. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier nur noch den PvE-Content zu zeigen. Weil wie gesagt, der ist gut, aber hat nicht dieses Frustpotenzial vom Matchmaker, wie es der PvP hat. Ich hoffe ja, dass Armored Warfare oder die Entwickler da noch nachziehen werden, weil wie gesagt, derzeit ist der echt, echt schlecht. Und außerdem kann man in diesem Content und beziehungsweise diesen Möglichkeiten einfach den Panzer viel schöner zeigen, entspannter, stressfreier, ohne sich da jetzt zu sehr auf irgendwelche Teammates verlassen zu müssen. Das ist wie gesagt echt schade, dass der Matchmaker, es gab zwar jetzt gerade einen Beitrag, dieses Thema Mythos Matchmaker, dass es nur zu 2% möglich ist, so eine Niederlagenserie größer oder um die 5 zu haben, aber ich habe es gerade wieder an eigenen Leib erfahren und ich habe es öfters mal, also entweder habe ich das monsterschlechte Pech oder es ist einfach so wie es ist und eben nicht nur ein Mythos. Oh ja, da ramm mich doch nochmal. Also von dem her, wie gesagt, wer PvP sehen will, muss da halt World of Tanks anschauen, wer PvE sehen will, hat dafür Armored Warfare. So ist jetzt die Aufteilung. Danke, dass ihr unseren Jungs in den Bergen den Weg freigeräumt habt. Wir müssen als nächstes das Gebiet um die Hauptbüros räumen. Was ich auch lustig finde, hier ist gerade wirklich, ihr seht ja die Frames, dass das hier so ein bisschen niedriger ist als gewohnt. Und wie die Performance von Karte zu Karte extrem unterschiedlich ist. Sonst habe ich 120 Frames, jetzt habe ich hier gerade 40 Frames. Also nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen sich das so verschiebt, weil eigentlich ist die Karte jetzt gefühlt nicht deutlich anspruchsvoller als andere Karten. Also das Spiel ist wirklich nicht schlecht, aber es hat auch wirklich noch Potenzial, sich zu verbessern. Der Matchmaker eben großer Punkt für mich da, aber auch solche Performance-Einbußen, wie gesagt, nicht nachvollziehbar. Dreh dich zur Seite, Challenger. Dreh dich zur Seite. Wenn ich mit Cheat schieße, bringt mir dein Helmchen nix. Naja, oder halt da, wo es dann doch geht. Arti hält jetzt rein. Muss nur aufpassen, dass ich nicht alle meine Schuss verballer. Kann ja immer gut passieren. Komm. Werd für mich beschießbar. Nee, den Gefallen tun sie mir nicht. Dann fahren wir weiter vor. Ich muss sagen, also der PvE-Content, der gefällt mir echt gut. Den müssen sie ausbauen. Ich glaube auch, dass die Zukunft von Armored Warfare dahingehend gehen würde, dass sie den PvE-Content mit Raids und sonstigem, wenn sie den ausbauen würden, dann hätten sie ein Alleinstellungsmerkmal, was sie wirklich herausragend macht. Koop-Modus und sonstiges könnte man hier tadellos ausbauen und könnte damit wirklich
ein Spiel schaffen, wo man sagt, wow, das ist das und dafür steht's. Aber wie gesagt, der PvP-Modus, da bin ich absolut alles andere als zufrieden in der jetzigen Form. War sogar kurz so weit, dass ich mir gesagt habe, nee, ich lasse Armored Warfare einfach ganz sein. Aber habe mich dann darauf besonnen, was das Spiel ausmacht und dass es einfach ein gutes Spiel ist. Und diesen PvE-Modus, ja, Gott sei Dank, besitzt. So, jetzt fahre ich gerade noch dem Damage hinterher. Ich hoffe, Sie nehmen sich jetzt nicht die Docks vor. Nächste Zone verteidigen. Wir beladen gerade den Tanker, also halten. Ich hoffe jetzt mal, dass wir jetzt hier. Wir stehen nämlich jetzt prinzipiell davor. Ich hoffe jetzt mal, dass der Gegner sich da. Aber scheinbar wissen meine Jungs, also ich kenne die Mission alle nicht, aber scheinbar wissen die, wo der Gegner spawnt, weil die stehen da ja so perfekt dafür. Dass die hier den Damage abfarmen. Deswegen werde ich mich auch mal hier hinstellen und hoffen, dass hier ebenfalls was kommt, wo ich drauf schießen kann. Sollte ich den eigentlich als Deckung nutzen? Aber das geht wohl nicht. So, wo sind denn jetzt Gegner? Das ist nur auf der Stufe mittelschwer, ist leider noch nicht freigeschalten. Also ich konnte es nicht anwählen, keine Ahnung warum. Ich bin da, wie gesagt, nicht so stark im Thema. Noch einer übrig. So. Wo kommen denn die Gegner? Vielleicht sind auch alle Gegner schon tot. So, die Öltanks wurden alle sabotiert. Also die Nebenmission, die Hammer. Vielleicht kommen die jetzt alle von da oben. Ja, das schaut so aus. Also da bewege ich mich jetzt auf jeden Fall noch hin. So. Er ist nicht der schnellste. Aber, wie sagt man so schön, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich krieg einfach nichts ab. Oh. Und wie gesagt, entschuldigt bitte diese Halb-Rage-Folge. Aber wie gesagt, das PvP-Thema, das hat mich jetzt so stark aufgeregt, dass ich das jetzt einfach irgendwie verarbeiten musste. So, zerstört. Da könnt mir ja ruhig auch schreiben, was ist, wie eure Meinung dazu ist, dass ich jetzt mich hier auf den PvE-Content stürzen werde und den zeigen werde und da die Panzer auch präsentieren werde. Ist das okay? Findet das ganz schlimm? Sagt ihr dann, lasst es sein mit Armored Warfare? Also auch da interessiert mich natürlich eure Meinung. Die Panzer werden so schnell abgefarmt. Aber gut, jetzt ist die Runde auch zu Ende. Fanatischen Bastarde werden nicht alles Öl der Gegend an sich reißen können. Gönnen wir ihnen diesen nutzlosen Sieg. Viel Spaß mit dem Lohn. Wir melden uns bei euch. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal, was so das Endtableau sagt. Wobei ich, wie gesagt, sehr viel dem Schaden nachgefahren bin. Aber das hat man auch sehr gut gesehen, denke ich mal.
Teamwork, erfolgreiche PvE-Mission. Was? Ohne eigene Verlust abgeschlossen. Ja, bin hier im Mittelfeld gelandet vom Schaden her. Ja, da hat der Igor, was ist mit dem los gewesen? Auch der UF40, aber die beiden Flinken, die halt wirklich schnell variieren konnten, die haben es unter sich ausgemacht. Ja, damit war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.